Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch einen Blick in die Degusta-Box werfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die ist ein bisschen schwer und sie gluckert. Das heißt, da sind sehr wahrscheinlich auch Getränke drin. Deswegen habe ich sie direkt einfach mal wieder abgestellt. Bei den Temperaturen jetzt irgendwie noch Gewichte zu heben, nein. Ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt und kann deswegen auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, mach das super gerne. Ich würde mich so sehr drüber freuen, wenn die Community noch weiter wächst. Leute, wir haben 35.000 erreicht. Alter Schwede. Richtig geil. Und genau. So, 15,99 € kostet das Schätzelein pro Box und pro Monat. Und sie erscheint auch monatlich, enthält 10 bis 15 Food-Produkte, also Lebensmittel hier drin. Ne? Und ihr könnt auf die erste Box ein bisschen was sparen. 6 Euro müssten das sein und bekommt die dann für 9,99 €. Und dafür könnt ihr den Code Claudi verwenden. Genau. So, ich bin jetzt einfach gespannt. Ich habe Durst, safe, Hunger, eher so weniger und würde jetzt gerne mit euch einfach mal die Box entdecken. Also wie gesagt, 10 bis 15 Lebensmittel haben wir hier drin. Der Adventskalender ist da. Habe ich euch auch letztens schon mal gesagt? Was ist dahinter? Hier ist sehr viel auf meinem Tisch los, Leute. Und genau, also den Adventskalender werde ich euch auch vorstellen, aber dann halt auch erst, wenn er verschickt wird. Ihr könnt ihn aber jetzt auch schon vorbestellen. Da könnt ihr gerne mal auf der Homepage vorbeischauen. Und den gibt es für 38,99 € statt 44,99 €. Du hast einen Wert von über 60 Euro. Und ja, das finde ich ziemlich cool. Und der Degustabox Adventskalender ist erfahrungsgemäß auch wirklich sehr, sehr gut bestückt. Da haben wir tolle Produkte drin, brauchbare Produkte. Der ist über 58 cm wohl hoch und dann ist er ja noch aufklappbar. Also dann quasi die, weiß ich nicht, ist riesig, ne? Finde ich richtig cool. Adventskalender stehe ich ja total drauf. Das sind auch Spoiler. Oh, Sunrise Crunchy, Honig haben wir mit dabei, passierte Tomaten und so Schoki ist auch mit am Start. Richtig cool. Okay. Wir sind jetzt aber hier bei diesem, oh Gott, ich krieg doch Hunger, bei diesem Unboxing und wir haben Summer Feeling in der August-Box. Ich bin gespannt. Es sind allerhand Getränke hier abgebildet. Ich werde dann auch gucken, was vielleicht ein Alternativprodukt ist oder so, ne? Und ich starte, ja komm, wir starten mit dem Klopper hier, ne? Salted Caramel. Boah, wer hat das Original Caramel Popcorn? Das ist so lecker. Das hatte ich so oft auch schon da und mittlerweile ist es sogar so, dass ich mir das auch im Laden kaufe, weil ich einfach weiß, wie lecker das schmeckt. Wer das echte, kennen wir, die Bonbons, ein Traum. Und das dann mit Popcorn zusammen und dann noch ein bisschen Salz mit dabei. Oh Leute, das müsst ihr euch reinziehen. Das ist wirklich lecker und ich glaube ja, das haben auch alle mit dabei. Und diese Variante scheint jetzt auch ganz neu zu sein. Es gibt auch eine mit Brezeln, die hatte ich wirklich öfter schon. Das ist so lecker und ich habe da Bock drauf. Die wird heute Abend wirklich einfach eingeatmet. Was zu trinken haben wir hier mit dabei und zwar ist das von Fürslauer. Orange Passion Plus mit Vitamin B12 und B5. Ja, also für mich ist es halt einfach ein Getränk, ne? Und wenn ich Vitamine supplementieren möchte, dann mache ich das anhand meines Blutbildes zum Beispiel. Aber jetzt nicht irgendwie aufgrund von Nahrung, Getränke oder so. Schon ein bisschen was Nahrung angeht, dass man drauf achtet. Aber in Getränken hast du meistens das nicht in der Geschichte, was man dann so supplementieren wollen würde. Ne? Naja, aber es ist schön. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und das wird gleich direkt hier in mein Glas geschüttet und getrunken. Vor allem ja mit Orange und Passion. Ist dann wahrscheinlich Passionsfrucht oder so. Also wird es ein bisschen fruchtig, frisch schmecken. Aber ich werde mir das kalt stellen, weil alles hier drin ist, glaube ich, relativ warm geworden. Dann haben wir hier einfach, achso, hat jeder drin, ne? Ja, ist sogar das Produkt des Monats. Schön. Hier haben wohl alle diese hier mit drin. Kann man sehr gut gebrauchen. Riesa-Nudeln, Hartweizen, Spirelli für dich von hier. Süß. 500 Gramm. Und dass wir hier einfach Nudeln mit drin haben, so ein richtiges Basic-Produkt, finde ich einfach super. Ich mache das in letzter Zeit wirklich immer öfter, dass ich auch einfache Gerichte für Julius und mich dann koche, wenn mein Freund zum Beispiel im Büro ist und ich im Homeoffice. Ne? Ansonsten ist er nämlich so der Koch bei uns und macht dann ein bisschen aufwendigere Sachen. Und ja, aber für mich so Nudeln mit Tomatensauce, ein paar Würstchen reingeschnibbelt, finde ich persönlich immer mega. Ich gucke, dass ich hier... Ich weiß auch nicht. Heute habe ich irgendwie ein bisschen Platzprobleme. Habe ich sonst nicht auf diesem Tisch. Was ist hier los?
keine Ahnung. Ich stelle das mal da vorne so hin. Dann haben wir hier einen Tee drin. Den würde ich eher kalt trinken, glaube ich. Ne? Von Yogi-Tee, rote Beeren, Vanille, ayurvedische Früchteteemischung mit roten Beeren, Holunderblüte und Vanille. Fruchtig, süß, genussvoll. 17 Beutel sind hier drin. Das hört sich definitiv noch etwas an, was ich mag. Aber wie gesagt, jetzt so bei 35 Grad würde ich mir den eher kalt aufgießen. Oder ich würde den halt quasi ganz normal heiß aufgießen und dann erkalten lassen. Ne? Kannst ja auch machen. Und ich mag gerne so Früchtetees. Und wenn die dann auch ein bisschen Süße mit dabei haben, muss er halt keinen extra Zucker mit reinpacken. Das finde ich immer ganz praktisch. Die braucht mein Freund. Der ist eben hier unten nämlich durch die Gegend gelaufen und hat nach irgendwelchen Halsbonbons gesucht. Hier hätte ich welche. M-Eukal-Vitamin-Shot. Sauer gefüllt. Interessant. Aha. Zuckerfrei für dein Immunsystem. Ja. Und da hat man dann halt irgendwie was Zitroniges, Limettiges. Sieht lecker aus. Kann er gleich mal probieren. Ja. Und das ist auch jetzt öfter so, das habe ich letztens erst zu meiner Mama gesagt, als wir unterwegs waren, dass die Leute jetzt halt ihre Klimaanlagen so krass niedrig stellen und dann kommen sie aus dem Auto raus und dann hat man halt immer so diesen Kontrast und das ist halt auch nicht so gesund. Deswegen ist es echt sinnvoll, hier Haltbonbons mit reinzupacken. Jo, so eine typische Außendienstlerkrankheit bei uns damals gewesen, dass die Außendienstler dann immer irgendwie Schnupfen hatten im Hochsommer. Das ist immer abgefahren. So, hier habe ich jetzt etwas, da haben wir unterschiedliche Sorten drin, je nachdem. Vielleicht habe ich hier sogar, manchmal hat man nämlich das Glück hier als Influencer, als Kooperationsmensch, ne? Dass man die Möglichkeit hat, halt auch die unterschiedlichen Produkte vorzustellen, aber ich glaube, die hätten hier nicht alle reingepasst. Das finde ich aber richtig cool und zwar haben wir von Just Spices einen Kichererbsen-Curry hier drin. Das ist halt so ein schnelles To-Go-Essen für mich persönlich, ne? Dass wenn ich einfach mal Bock drauf habe, kann ich mir das machen. Es dürfte so, ja, ein, zwei Teller sein, je nachdem, wie groß der Hunger so ist, ne? Und ich mag's. Also ich finde sowas klasse. Ich habe sowas immer mal wieder auch da. Damals habe ich mir die von Little Lunch gekauft. Also das war quasi, glaube ich, auch so die erste Firma, die sowas rausbrachte. Mittlerweile hat Just Spices sowas auch im Sortiment, was ich richtig gut finde. Und mit Just Spices habe ich ja auch eine Kooperation. Da könnt ihr mit Just Cloudy, wenn ihr dort bestellt, entweder die aktuell höchste Rabattgeschichte bekommen, ne? Das ist halt, je nachdem, was für eine Aktion gerade läuft. Oder wenn gerade keine Aktion läuft, bekommt ihr für Umme mit dazu das Bratkartoffelgewürz. Also das, man bekommt sowieso, wenn man immer mehr in den Warenkorb reinpackt, immer mehr auch gratis mit dazu. Und dann nochmal das Bratkartoffelgewürz. Ich finde es nice, ne? Weil das ist etwas, was man immer sehr gut gebrauchen kann. Und wie gesagt, darüber freue ich mich sehr. Auch wenn ich eigentlich gar kein Curry-Fan bin. Aber sowas mag ich, witzigerweise. Dann haben wir hier etwas ganz, 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 ganz Klassisches. Achso, alternativ hätte man auch noch drin haben können, Gemüseeintopf, den hätte ich auch sehr gefeiert. Und ein Bio-Chili con Carne. Das ist auch nett. Also alle drei Sorten hätten mir, glaube ich, sehr gut gefallen. Das ist, ne, finde ich gut. Del Monte Quality Mandarin-Orangen. Da muss ich immer dran denken, dass dass meine Schwiegermama in Spee quasi immer diese Quark-Sahne-Torten macht. Und da kommen halt auch immer diese Mandarinen rein. Oder meine Oma hat damals auch immer, wenn sie so Salat oder sowas gemacht hat oder in Quark oder wie auch immer, hat sie immer diese hier genommen und die sind leicht gezuckert, das heißt, du hast eine leichte Süße mit dabei und das ist für mich halt irgendwie so ein bisschen Soul Food, Kindheit. Pur würde ich sie jetzt wahrscheinlich eher weniger essen, aber ne, ich finde es toll. Also hier sowas mit drin zu haben, ist jetzt Kuchenzeit, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall Salatzeit und damit kannst du einen Salat sehr schön verfeinern. Dann gibt es hier zwei Mischungen drin, haben alle diese Mischungen drin. Das weiß ich gar nicht. Also hier steht nicht, ob das entweder oder ist. Keine Ahnung. Warte. Hier hat man eine von drei Sorten drin. Ich habe hier drin Fuego Chicken Taco Marinade. Oh, ja gut, dann müssen wir mal wieder Tacos machen, ne? Ich meine, vor ein paar Monaten hatte ich sowas auch schon mal mit dabei. Dann kann man auf jeden Fall einen richtig krassen Taco-Abend machen. Es reicht für 4 Portionen und dann hast du quasi, ja, ich glaube die Soße, ne? Den Rest musst du natürlich dazu kaufen. Und warte, das ist flüssig. Das ist interessant. Ja, aber du musst halt dazu Hähnchenbrust kaufen und das Hähnchenbrust machst du nämlich hier mit der Marinade. Oh, das tut gerade gut. Und dann nimmst du auch Salat, Käse, Taco-Shells. Das musst du halt dazu kaufen, aber ja, ist auf jeden Fall für einen schönen, entspannten Freundeabend ganz süß. Und hier? Was ist hiermit? Das ist gar nicht aufgeführt. Ist das ein Goodie? Weiß ich nicht. Steht hier nicht mit drauf. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie ein Goodie ist, weil es nicht draufsteht. Naja, von Ostmann Dattelcurry ein Dip, eine Gewürzzubereitung. Da haben wir dieses hier und da kann man halt einen Dip mitmachen.
Ich glaube, das muss man nur einfach irgendwo einrühren, ne? Mit Frischkäse, genau. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch kleingeschnittene Softdatteln mit reinmachen und Milch. Ja, genau. Und dann kann man das super als Dip hinstellen, wenn man irgendwie Grillen hat, Freunde da hat oder so. Hier habe ich noch was zu trinken. Das begrüße ich auch gerade sehr von The Organics by Red Bull. Easy Lemon Zesty and Natural. Das ist halt so ein ja, ganz normales Getränk. Mein Freund hat es auch schon mal letztens getrunken und lief mit der Dose durch die Gegend und sagte, das schmeckt richtig gut. Und wobei er die Orange, glaube ich, hatte. Ne? Und ja, da freue ich mich immer drüber. Über solche Getränke, die ein bisschen fancy sind. Ansonsten trinke ich halt immer nur Wasser. Also das ist wirklich so. Wenn ich das nicht irgendwo in Boxen explizit drin habe oder so, Wasser. Grundsätzlich. Ja, dann habe ich hier drin von Frit, das finde ich super, Smoothie-Style, Watermelone, Wassermelone, Watermelone, Cranberry. Sowas mag ich auch sehr, sehr gerne, die atme ich ein. Ja, das ist jetzt die vegane Variante davon. Ich glaube, es gibt ja sonst auch noch die normalen, die finde ich noch ein Tick geiler. Aber wenn man sowieso sich vegan ernährt, freut man sich natürlich auch darüber, sowas zu haben. Und, das ist, doch, das ist aufgeführt, genau, das hat auch jeder drin. Große Verwirrung hier, ich sag's euch. Und hier habe ich jetzt auch, ja, das haben wir beide, haben wir alles, also alle von uns haben das beide drin. Das würde ich, weiß ich nicht, ob ich das pur trinken würde oder ob ich einen Schuss davon irgendwie in Wasser reinmachen würde. Ja, Dreh und Trink. Das ist so auch aus meiner Kindheit, ne? Das sind so die Sachen, die man damals als Kind nie haben durfte. Und jetzt findet man sowas und freut sich wie Bolle darüber. Da habe ich einmal die Geschmacksrichtung Apfel und Bubblegum. Das wird richtig quietschesüß sein. Ei, 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 ei. Ja, ja, das ist schon cool, ne? Aber ich weiß noch, dass es sehr süß ist. dann haben wir hier etwas drin und das finde ich immer sehr schön. Vegan Protein Bar von Barbells Chocolate Duff. Also das ist quasi ja so wie Schokoladenkeksteil. Ne? Oh, sowas esse ich richtig gerne. Auch mal so eben zwischendurch oder als schnelles Frühstück oder so. Ich bin jetzt nicht so die Sportlerin, aber ich trage halt meinen 15 Kilo Sohn auch immer wieder durch die Gegend. Ich bewege mich viel, bin immer aktiv und so. Und dann braucht man sowas zwischendurch halt einfach mal. Aber das muss definitiv jetzt aktuell in den Kühlschrank. Ich habe noch zwei eingepackte Sachen hier drin. Und die scheinen auch alle so mit drin zu haben. Das ist richtig cool, Leute. Schön eingepackt, damit nichts kaputt geht. Da habe ich einmal von Turm Salted Caramel. Ein Milchmischgetränk mit Salz-Karamell-Geschmack wärmebehandelt. Ach, du ahnst es nicht. Das ist so ein bisschen wie Latte, hier Kaffeelatte mit einem Schuss Karamell, nur halt ohne Kaffee. Ich glaube, das werden viele sehr, sehr toll finden. Ich hätte es auch gefeiert, wenn das einfach ein Latte Macchiato in dieser kleinen Geschichte gewesen wäre mit einem Schuss Karamell. Ich als Kaffee-Junkie, ne? Und dann habe ich hier noch das letzte drin. Tada! Das ist eine Milchpause-Eiskaffee. Siehste, da habe ich das, was ich haben wollte, von Turm. Ja, kann man jetzt super gut trinken, einfach über Eiswürfel geben und dann gönnt man sich das. Oh, habe ich echt lieben gelernt, so ein Eiskaffee, ne? Mochte ich damals gar nicht. Kalter Kaffee war für mich echt ein Graus, aber jetzt mittlerweile feiere ich das hart. Finde ich total cool, dass was hier mit drin ist. Und ich sage auch immer, die Degusta-Box hast du wirklich für die komplette Familie. Also irgendwie ist das so eine Box, die verschiedene Altersgruppen auch anspricht und oder halt auch das Kind in dem Erwachsenen, der wir dann ja auch zum Beispiel sind. Und es ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Ich mag die Box, ich finde es einfach richtig schön, was hier immer so drin ist. Und doch, das ist eine gute und empfehlenswerte Box, monatlich erscheint, die auch das Preis-Leistungs-Verhältnis passt, meiner Meinung nach. Und ich finde es cool. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr, wenn ihr die Box neu abonniert mit Claudi, also mit dem Code Claudi, nochmal, ja, 6 Euro sparen und kriegt die erste Box für 9,99 Euro. Richtig cool, alles dazu in der Infobox. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.